Bling. Witch. Hey, du bist also ein Yu-Gi-Oh!-Spieler und hast von diesem anderen TCG gehört, das sowas wie sein Vorgänger sein soll. Magic the Gathering. Und jetzt bist du, vielleicht sogar durch meine Videos, daran interessiert, diesen Vorläufer aller Sammelkartenspiele mal auszuprobieren. Dann lass mich dir sagen, willkommen in der Magic-Community und du hättest dir eigentlich keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können, als jetzt Frühjahr 2022, wo mit Kamigawa Neon Dynasty ein Set erschienen ist, das deinen Geschmack richtig treffen müsste. Aber mehr dazu später, jetzt erstmal die grundlegenden Dinge. Ich weiß, dass es viel Geld und Zeit kosten kann, noch ein weiteres Spiel und Hobby wie dieses anzufangen. Aber lass mich dir sagen, wenn du in eine Community von Magic-Spielern reinkommst, sei es in einem Laden, einem Freundeskreis oder Discord-Server, wird sich das richtig lohnen in vieler Hinsicht. Gerade sozial hat dieses Thema einiges zu bieten, weil gefühlt so gut wie jeder Mitspieler gut umgänglich und freundlich ist, besonders gegenüber Neulingen. Du bist dir noch nicht so sicher, dass du damit auf andere zugehen willst und möchtest erstmal für dich alleine etwas in das Spiel reinschnuppern? Dann wird es dich freuen, dass du so wie bei den ganzen Yu-Gi-Oh!-Apps und Spielen auch bei Magic einen kostenlosen digitalen Einstieg findest, Magic Arena. Dieses ist optisch auf Stand und hat ein klasse Tutorial, sodass du dich ohne Druck mit den Grundregeln vertraut machen kannst. Ähnlich wie bei Yu-Gi-Oh! Ist es dann so, dass du sowieso die ganze Zeit, die du mit dem Hobby verbringst, neue Regeln, Effekte und Interaktionen zwischen Karten lernst und selbst Profis lernen dauernd Neues hinzu. Aber das ist ja bei vielen Competitive Games heutzutage so und reizt viele, die sich lange damit beschäftigen. Grundregeltechnisch ist vor allem das für dich als Yu-Gi-Oh!-Spieler wichtig. Du spielst Zauber- und Monsterkarten nicht einfach so, sondern musst für alle mit Mana aus deinen Ländern bezahlen. Du hast eher Zahlen von 1 bis 10 auf den Karten und nicht mehrere tausend. Du drehst viel öfter deine Karten seitwärts, das nennt sich dann Tappen. Du greifst immer deinen Gegner direkt an und er entscheidet dann, wie er seine Monster gegen deine kämpfen lassen will. Die Monster haben keine DEF, sondern sowas wie eigene Lebenspunkte, die sich am Ende jedes Zuges wieder auffüllen. Fast alle Effekte, die Monster auslösen können, haben Spell Speed 2. Und viele Effekte werden mit praktischen Keywords abgekürzt. Da kommt mit der Zeit noch mehr hinzu, aber das waren für mich so die ersten Eckpfeiler, als ich damals von Yu-Gi-Oh! Auf Magic gestoßen bin. Wenn du jetzt in Arena mit den Tutorials durch bist, wirst du schnell merken, dass dir viele raten, auf die Papierkarten umzusteigen. Denn momentan sind sich viele Magic-Fans einig, dass die Spiele von Angesicht zu Angesicht um einiges mehr Spaß machen, als stumpf mit Netdecks zu grinden und Ränge zu klettern. Besonders wenn du die Vielfalt der Formate noch gar nicht kennst. Denn einige von diesen unterstützt Arena gar nicht. Und das andere Programm, Magic Online, wiederum sieht uralt aus und wird deinen Geschmack sicher nicht treffen. Formate ist das große Stichwort, denn wo du bei Yu-Gi-Oh! Vielleicht bisher TCG und OCG Advanced sowie Speed Duels und GOAT Format kennst, gibt es bei Magic zig Varianten zu spielen. Und diese definieren auch sehr stark die Spielgruppen. Als Casual Player mit deinen nostalgischen Lieblingsdecks, der vielleicht auch mit der Idee des Deckmasters und Multiplayer schon mal geliebäugelt hat, würde ich dir das Commander-Format sehr empfehlen. Das ist derzeit am beliebtesten und du findest sicher Mitspieler. Es benutzt den kompletten Cardpool des fast 30 Jahre alten Spiels mit einer relativ kurzen Bannedlist. Es hat 100 Karten Singleton-Decks für große Varianz und interessante Deckbaumöglichkeiten dank dem einen Monster, auf das man immer Zugriff hat. Es bietet viel Spaßiges und Verrücktes zum Entdecken. Unter anderem auch die Gruppendynamik beim Spielen selbst. Und es ist finanziell sehr einfach, ein konsistentes Deck zu bauen, mit entweder haufenweise Singles, die du für wenige Cents auf Cardmarket bekommst, oder du schnappst dir ganz einfach eines der vielen guten vorgefertigten Decks, die der Hersteller Wizards of the Coast bereits auf den Markt gebracht hat. Wenn du gerne viel Geld ausgibst, sind da nach oben hin aber keine Grenzen. Nur hier wichtig, es ist absolut kein Muss. Bist du eher der Turnierspieler in Yu-Gi-Oh! Und brauchst deinen Competitive Nervenkitzel und Playsets, die bei Magic the Gathering übrigens aus 4 Karten bestehen, dann solltest du dir lieber Modern, Pioneer und Legacy anschauen. Legacy ist quasi das, was du als dein klassisches TCG-Format kennst. Du darfst alle Karten des Spiels benutzen und musst dich dabei an einer Bandlist orientieren. Limitiert und semi-limitiert gibt es in Magic nicht. Hier heißt es immer ganz oder gar nicht. Aber anders als in Yu-Gi-Oh!, wo der Power Creep die Rotation vorgibt, spielt Legacy immer noch Decks, die aus vielen uralten Karten bestehen. Aber du hast ja auch deine Hand-Traps mit zum Beispiel Force of Will, krasse Combos und Floodgates. Vieles wird dir bekannt vorkommen. Das Format hat derzeit nur ein Problem. Viele seiner Decks kosten mehrere tausend Euro, also finanzielle Dimensionen, die nicht mal die neuesten Shortprints von dir in Yu-Gi-Oh! Verlangen. Und das ist leider nicht mal obligatorisch in vielen Fällen, denn in Sachen Reprint-Politik hat Konami Wizards einiges voraus. Duel Lands sind Must-Haves und dürfen nach momentanem Stand nicht gereprintet werden. Das wäre so, als würde dich jede Ash Blossom nicht 20, sondern 1000 Euro kosten. Klar kann man auch Mono-Red Burn spielen für einen Bruchteil des Geldes,
Aber im Budget-Bereich bietet das Format halt nicht so viele Optionen. Modern ist in etwa so, als würdest du nur mit Karten seit 5Ds spielen, wo es mit Synchro ja den ersten großen Umschwung im Spiel gab. Die ersten 10 Jahre von Magic werden hier großteils ignoriert. Er spielt trotzdem auch viele alte Karten, wobei sich momentan auch wegen Sets wie Modern Horizons eine Power-Creep-Rotation wie in Yu-Gi-Oh! Einschleicht. Und die Preisdimensionen sind da auch viel eher mit Yu-Gi-Oh! Vergleichbar, wenn du ausgeblinkte Decks mit den teuersten Karten spielst. Also Modern wäre vielleicht dann am ehesten meine Empfehlung für dein Competitive-Format. Pioneer wird in letzter Zeit aber auch immer beliebter und ist vom Cardpool etwa so, als würdest du nur mit Karten seit Pendulum spielen, spielt sich aber viel gemäßigter vom Power-Level als Legacy und Modern. Das ist etwas das Verrückte beim Vergleich der beiden Kartenspiele. Während sich bei Yu-Gi-Oh!-Formate nur mit älteren Cardpools bilden, um das Gameplay etwas seichter zu halten, ist es bei Magic genau andersrum, weil sie momentan mehr darauf achten, Karten zu balancen. Es geht sogar bis Standard, was mal das vorwiegende Format war und so wäre, als dürftest du nur Karten der letzten 2 Jahre in Yu-Gi-Oh! Spielen, inklusive Rotation. Da sind wir auch wieder bei Arena, denn das Programm ist vorwiegend für Standard entwickelt worden. Also wenn du dich mit diesen anfreundest, warten meist keine absurd teuren Decks auf dich. Das ist in Magic aber noch längst nicht alles. Ein ganz großes Format, das übrigens auch in Yu-Gi-Oh! Ziemlich Spaß macht, ist Limited, wie Sealed und Draft. Hast du schon mal mit diesen Event-Produkten gespielt, wo du dir aus den Karten in den Boostern ein Deck bauen solltest? Oder warst du auf einem Yu-Gi-Oh! Pre-Release? Genau das ist Limited und das ist in Magic riesig. Es gibt dort manche, die nur das spielen, auch auf Arena. Mehr dazu erfährst du in meinen Videos zu den Yu-Gi-Oh! Cubes. Die werde ich dir unten auch verlinken. Ansonsten gibt es auch sowas wie Tag-Team-Duelle, die heißen Two-Headed Giants und dann noch ganz viele andere verrückte Modi, die du gerne selber entdecken darfst. Und wenn du andere Aspekte wie Hintergrundgeschichten, die Kartenkunst, Spieldesign und jetzt neuerdings auch IP-Crossovers spannend findest, kriegst du hier einiges geboten. Magic hat nicht nur eine spekulative Lore, die du dir aus Schnipseln und Karten zusammenreimen musst, sondern Bücher und Kurzgeschichten im Internet zu jedem Set. Dafür hat Magic keinen eigenen Anime, Duel Masters war da mal ein Versuch, bis auf den sehr coolen neuen Kamigawa-Trailer, aber einen Manga hat es, den ich auch in einem Video behandelt habe. Und wo ihr bei Konami nur raten könnt, wie die ihre Produkte designen, damit sie sich verkaufen und Spaß machen und wer die Künstler sind, bekommt ihr das bei Wizards of the Coast ziemlich genau erzählt. Zum Beispiel in Mark Rosewaters Podcast. Er ist der Chefdesigner für Magic und verrät wirklich viele ihrer Gedanken. Wenn Yu-Gi-Oh! Nur halb so transparent wäre diesbezüglich oder auch was ihre Künstler angeht, würde die Fan-Community sicher durch die Decke gehen. Entweder positiv oder negativ. In Sachen Kunst ist es natürlich ein bisschen realistischer, das meiste in Magic, aber es gab auch in den letzten Jahren viele Anime-Bilder seit War of the Spark, wo halt die Japaner eigene Kartenversion gekriegt haben. Und dort findet ihr dann viele Kartenversionen, die euch als Yu-Gi-Oh!-Spieler bestimmt gefallen. Und besonders jetzt in Kamigawa Neon Dynasty gibt es haufenweise davon. Und der letzte Punkt mit den Crossovers. Magic's Universe Beyond wird in den nächsten Jahren ein Riesenthema mit Warhammer 40k-Decks und Herr-der-Ringe-Sets. So wie kleineren Street Fighter und Fortnite-Produkten. Und wenn sich das so gut verkauft wie der Walking Dead Drop, bin ich echt gespannt, ob Konami auch auf diesen Zug aufspringt. Oder ob es bei Anspielungen wie Cosmo und Dragon Mites bleibt. Ich hoffe, diese Einführung in das etwas ältere der beiden Sammelkartenspiele hat dir Spaß gemacht und war nicht zu lang. Vielleicht hast du dadurch sogar Lust bekommen, mal in Magic reinzuschnuppern. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Kommentiert alles, was euch dazu einfällt. Lasst gerne ein Abo und Likes da für weiteren Content wie diesen. Mein Gegenvideo zu diesem als Magic Player Yu-Gi-Oh! Anfang kommt dann auch bald. Bis dann!